herzlich willkommen zur Folge 36 des Euro Truck Simulators 2. Ja, wir sind immer noch in England unterwegs. Ich sollte erstmal gucken, ob ich eine Pause machen muss. Welche Taste? Oh Gott, ich habe jetzt eine Woche lang nicht gespielt. 7 Stunden haben wir, okay. Steinbruch. Ah, genau, wir waren beim Steinbruch, den Digger 100. Southampton. Southampton könnten wir doch mal fahren. Braucht genauso lang, haben wir aber weniger Dörfer in der Nähe. Was haben wir denn hier? Was ist denn das? Plymouth. Wir fahren nach Birmingham. Wobei Southampton ist nochmal deutlich mehr Kohle. So, regnen tut es eigentlich gerade nicht. So. Wir gucken hier mal nach draußen. So. Ja, wir holen uns jetzt erstmal den Flugbehälter ab. Und dann geht's los nach Birmingham. Ja, berg runter rollt so ein LKW natürlich noch mal deutlich schneller. Scheiße. Ui, das war ein bisschen arg schnell. So. Rumpel die Rumpel. Aber ich baue, glaube ich, gleich einen Unfall. Prozent beschädigen. Halt! Ich weiß ja gar nicht, wo ich hin muss. Ich glaube, ich muss noch mal eins runterfahren. Und ich hoffe mal wirklich, dass man hier mit dem neuen Truck ohne Probleme hier hochkommen. Weil ich habe keinen Bock, hier wieder stecken zu bleiben. Da ist er ja schon. Wo ist er denn jetzt? Ah, da ist der Auflieger. Ich bin irgendwie total raus hier aus dem Spiel. Ne? Es kann sein, dass ich heute eine totale Kamikaze-Fahrt mache. Weil ich einfach jetzt fast 1,5 Wochen nicht gespielt habe. Die ganzen Aufnahmen, die ihr gesehen habt, waren vorproduziert, weil ich ja im Urlaub war, im Skifahren in Österreich. Ja, wir gucken jetzt einfach mal. Ich bin der Meinung, der LKW müsste da ohne Probleme hochkommen. Weil einen viel besseren gibt es eigentlich gar nicht, außer einen Scania V8. Aber den haben wir ja noch nicht. So, wir nehmen mal ordentlich Anlauf. Und dann müssen wir eigentlich den Berg da ohne Problems hochkommen. Ja, das ist ja viel besser wie mit dem anderen. Also, wir denken dran, dass wir jetzt gleich auf der linken Seite fahren und nicht auf der rechten. Und dann sehen wir uns in Birmingham wieder. Bis nachher.
So, Tree IT hört uns wieder. Mal zur Abwechslung. Ja, da müssen wir ja immer relativ oft hin. Ja, es war ein bisschen eine wackelige Fahrt. Aber außer 1% Schaden an meinem Truck ist es eigentlich gut gewesen. Als Linksfahren, das ist so eine kleine Aufgabe, die ist schon ein bisschen nervig. Aber was soll man machen? Was soll man machen? Können wir nichts machen. Southampton sind wir jetzt. Calais, 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 Dover, Calais, Dover. Dover, London. London. Gibt aber bloß 4500 Acken. IT Dover. In Dover sind wir ein bisschen kürzer unterwegs. Und wir müssen keine 300 Euro bezahlen. Daher ist es sogar ein besserer Auftrag. So, dann fahren wir mal hier den Auftrag annehmen. Was ich hier ganz geil finde in England, was zumindest hier jetzt gerade in der Hochebene so war, ist die Einfassung der Mauer. Also das sollten wir gleich nochmal sehen. Wo müssen wir hin? Da hinten links. Die Einfassung der Mauer ist ganz cool gemacht. Also ja, immer so diese, so wie man es eben von den englischen Straßen her kennt, dass die so mit so, ja, so Einfriedungen eigentlich. So Naturstein, die moosbewachsen sind und so, so alte Straßenbegrenzungen. Das finde ich hier saugeil. Das werden wir auch gleich sehen, wenn wir hier Tree IT wieder verlassen. Das zeige ich euch noch kurz, was ich meine. So. Hier. Das, was ich jetzt hier gerade anleuchte. Moment, wir machen mal hier. Ne, nicht Warnblinker. Ne, das auch nicht. Ah, Covers. Ja, hier, diese Mauern. Die finde ich so geil. Die sind wirklich cool gemacht. Oh, wir fahren auf der falschen Straßenseite. Zum Glück ist das hier noch Privatgrund, glaube ich. So, aber wir machen uns auf nach London. Und jo. Bis nachher. Wir müssen uns wieder mega beeilen, weil unsere Ruhezeit steht an. Hab schon eine Nachricht gekriegt,
Oh, guck mal da an. Scheiße! Mann! Guck mal da, Dong! Wie blöd bist du denn eigentlich? Jetzt, warte. Eine Sekunde. Wusa! So, Konzentration, Mann. Sonst musst du wirklich noch eine Strafe zahlen. Ja, die Strafe hast du eigentlich gerade schon gekriegt. Also ich. Ja, ich weiß. Was mache ich denn für einen Scheiß, Mann? Kann mir das mal einer verraten? Ja, man sollte nicht die Konzentration zu früh abschalten. So. Jetzt fahren. Jetzt müssen wir uns schnell einen Schlafplatz suchen. Wir haben noch 36 Minuten. Ich guck mal, ob ich von hier aus zufällig was nach Dover fahren kann. Nee. Okay. Nee, dann fahren wir nach Dover. Also wir müssen jetzt nach Dover reinfahren. Damit wir einen Schlafplatz finden. Sonst kriegt man eine Strafe. Mann, Mann, Mann. Also ich habe es eigentlich ziemlich gut geschafft bis dahin. Bis ich mal wieder... Wir haben schon 2% Schaden diese Folge gekriegt. Das ist ein bisschen viel. Nein, warum denn eine rote Ampel? Muss das dann jetzt sein? Kann das nicht nachher erst kommen? Wird grün, Mann. Also da ist auf jeden Fall eine Werkstatt, das heißt, da kann ich auch schlafen, aber ich will das komische Ding da noch entdecken. Das Fragezeichen. Weil vielleicht ist es ein Händler. Alle Ampeln grün, rot gerade. Sehr ungeschickt. Mann, Mann, Mann. Was hat denn der da vorne im Auto? Das ist ja ein riesen Display, was der da hat. Ja, ich weiß. Moment. Ah, ist nur eine Arbeitsagentur. Oh, hier ist er, Wusser, Wusser, Wusser. Mann, Mann, Mann. Jetzt wird es gerade wieder zu einer Kamikaze-Fahrt. Unter Zeitdruck. 29. Eigentlich habe ich doch noch voll viel Zeit. Mach dir keinen Stress, Junge. Ganz easy. 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 Yo, yo, man, what's up in the air? Leute, ah ja, genau, im Skiurlaub, da war eine Band, da war hier Schneefest, so nennt sich das. Und da war eine Band da, so eine, sowas wie in Deutschland, so Popstars-mäßig. Die haben abends richtig gut Stimmung gemacht, ja, die haben gute Cover-Dinger gespielt, aber den Slogan von denen immer hier so put your hands up, put your hands up, ey, das ging mir so auf die Nüsse. Ah, das war wirklich nervig an dem Abend, aber im Allgemeinen war es gut. So, ich habe gerade gesehen, die Tina hat mir 3000 Euro verdient. Das ist gut, weil die brauchen wir wahrscheinlich bald wieder, um den LKW zu reparieren. So, dann gucken wir hier mal nach Aufträgen. Von wo sind wir denn? Ich glaube. Ah ja, Dover. Paris. Oh, da sind wir aber lang unterwegs.
Aber es ist mit Abstand der größte Auftrag. Können wir vielleicht auch nach London? Ja, aber da kriegt man ja nichts. Aber wir sind nicht so lange unterwegs. Paris, Paris, Paris. Dosenrindfleisch. Aber dann hätten wir, wären wir in London. Dann hätten wir schon ein paar Hauptstädte. Berlin haben wir immer noch nicht entdeckt, aber was soll's. Ja, wir fahren nach London. Was soll's? Moment, erstmal hier die Rundumleuchte brauchen wir gar nicht. LKW müssen wir. Also nicht zum LKW, sondern zum LKW. Und dann nehmen wir den Auffang mal an. Dosenrindfleisch 15 Tonnen nach London. Auf geht's nach London. Mein Tank ist auch bald leer. Wie viele Kilometer können wir damit noch fahren? 320. Okay. Viel ist das ja nicht. Das heißt, wir gucken mal, ob wir auf dem Weg dahin irgendwo eine Tanke finden. Und dann machen wir den Pack hier mal wieder voll. Weil sonst bleiben wir irgendwann auf der Strecke und das müssen wir nicht unbedingt haben. So, also bis gleich in London. Sind wir angekommen. Unser. Was sehen meine Äuglein da? Ich muss anhalten. Warnblinker rein. Mal da. Da gibt's dieses. Ja, ey! Ruhe hier. Ups, sorry. Da guckt er mich einfach an. Du musst doch hier mal. Guck mal, da hinten. Ey, jetzt ist aber gut hier. Willst du mich wirklich so weit ärgern? Da guckt er mich einfach an. Hat sich ja noch nie einer getraut. Aber guck doch. Jedes Mal, wenn ich anfangen will, den Satz zu beenden. Guck mal da hinten, da ist es wart. Der ist so aufdringlich. Da hinten ist es eines der Wahrzeichen von London. Dieses komische, wie heißt denn das da hinten? Oh, die Skyline. Die Skyline von London, die ist toll. Die haben sie gut eingefangen. Machen wir mal ein Screenshot. Das kommt. Oh, hola chica. Jetzt ist er plötzlich davon gerannt. So, wir fahren weiter, sonst. Der da hinten noch ein bisschen länger. Muss ja nicht sein, oder? Muss ja nicht sein.
So, also. Oh, nervige Engländer, die hupen einfach. London scheint recht groß angelegt zu sein hier. Ein Volvo-Händler, sehr schön. Das freut mich. Wir haben auch nach der Folge schon wieder 100.000 Euro zusammen. Sellplan müssen wir. Also 100.000 Euro, dafür könnten wir uns schon wieder einen LKW leisten. Werde ich mir mal überlegen, ob es sich schon lohnt, nochmal einen LKW zu kaufen oder noch nicht. Das weiß ich jetzt noch nicht. Aber wir sind bei 101.000 Euro angekommen. Jawohl! Wir können mal ganz schnell. Wir machen ganz schnell. London auswählen. Ja. Den ersten haben wir, glaube ich, gekauft gehabt. Weil ich möchte eigentlich in Mannheim, den hier haben wir jetzt gerade, also müssen wir den zweiten kaufen. Oder? Ja. Also der wäre der nächste, weil ich möchte, glaube ich, in Mannheim einen kompletten Standort machen mit Volvo-Händlern, Volvo-LKWs. Und ja, dann, warte mal, jetzt habe ich nicht geguckt, was der kostet, der zweite. Aber ich muss ja auch die Lackierung wieder ändern und so weiter und so fort. Von dem her brauchen wir ein bisschen mehr Listenpreis. 102.000 Euro. Also denke ich, in der nächsten Folge werden wir uns den nächsten LKW leisten. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar oder ein Like da. Bis dahin, ciao, Leute.